Ja, gestern Abend gegen 19.40 Uhr kam es in einer Doppelhaushälfte in der Bertha-von-Suttner-Straße in Lauterbach zu einer Explosion und in der Folge ist dann das gesamte Doppelhaus in Brand geraten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es kurz zuvor zu einem Streit zwischen zwei Hausbewohnern, einem 57-jährigen Mann und einer 51-jährigen Frau. Nachdem die Frau dann das Haus verlassen konnte mit leichten Verletzungen und sich ins Freie begeben hat, ist der Mann im Haus verblieben und kurze Zeit später kam es dann zu Explosionen oder zu einer Explosion und eben auch der Brandentstehung. Anhand der derzeitigen Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass der 57-jährige Mann in suizidaler Absicht mittels Gas die Explosion selbst auslöste und sich auch nach wie vor noch in den Trümmern befindet. Das Haus ist akut einsturzgefährdet und kann und konnte bislang durch die Einsatzkräfte noch nicht betreten werden und muss jetzt Stück für Stück abgetragen werden. Die Arbeiten sind derzeit in der Abstimmung und werden voraussichtlich frühestens im Laufe dieses Tages noch beginnen. Die 51-jährige Frau und ein weiterer Mann wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht und befinden sich dort auch aktuell noch in ärztlicher Behandlung. Und durch die Explosion und den Brand entstandene Schaden wird derzeit so auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Osthessen News. Sehen, was bewegt.